Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Perl und wir befinden uns gerade in einem Häuschen. Dort gehen wir wieder raus und gehen wieder in die Kälte, denn wir sind in einem Schneegebiet. Ihr seht, unsere Pokémon sind geheilt. Das war so die spezielle Wirkung in diesem Haus. Ich möchte gerne Romcoaster an die erste Stelle setzen, alias Ponyta. Denn ich bin wirklich in der Hoffnung, dass jetzt Eis-Pokémon kommen. Ist ja auch naheliegend. Schneegebiet und Eis-Pokémon, das sollte doch eigentlich mal klappen. Und er möchte kämpfen und diese Herausforderung nehmen wir an. Ich kämpfe nie zum Spaß. Dies ist keine Übung. Aber ein kleines und vielleicht effektives Training, wenn er jetzt die richtigen Pokémon einsetzt. Pantimos! Oh, da weiß ich gar nicht. Feuerattacken. Sind die effektiv? Ist ja dann eigentlich ein Psycho-Pokémon. Meine ich. Da bin ich mir allerdings unsicher. Warte, was war nochmal dagegen effektiv? Ich hoffe einfach mal Feuer. Nein. Na gut, da kam jetzt nicht, das war nicht effektiv, aber es hat wirklich sau wenig abgezogen. Daher probiere ich einfach mal Stampfer. Ich möchte unbedingt, dass Romcoaster ein paar Punkte bekommt. Obwohl, Romcoaster hat doch den EP-Teiler. Daher könnten wir doch eigentlich Romcoaster doch an der zweiten Stelle lassen. Aber eigentlich Schneegebiet sollte eigentlich passen. Aber jetzt würde ich tatsächlich Romcoaster am liebsten austauschen. Denn sonst geht das, glaube ich, böse aus. Nee. Semmo hat den EP-Teiler. Na gut, der muss auch noch fleißig trainiert werden, aber ich glaube, er hat eine Chance gegen Pantimos. Wir tauschen das Pokémon und setzen Semmo ein. Ich glaube, Semmo hat eine Attacke, die effektiv gegen Pantimos ist. Ich glaube, Gewissheit oder so. Kann das sein? Oder wie heißt die Attacke nochmal? Natürlich wird auch Semmo alias Mediti von diesem Hagelsturm getroffen. Kraftwelle, nicht Gewissenheit. Aber seid gewiss, hier kommt Kraftwelle. Und diese Attacke ist nicht effektiv. Also ich habe das Ganze mal so ein bisschen vertauscht. Oder war das vielleicht Konfusion? Habe ich das? Warum kriege ich eigentlich immer alles durcheinander? Wie schaffe ich das jedes Mal? Oh, ich glaube, Kraftwelle. Oh, das sieht einfach gar nichts ab. Kraftwelle ist, glaube ich, effektiv gegen Semmo. Und Pantimos hat gerade diese Attacke erlernt. Durch Mimikry. Er hat sie allerdings noch nicht eingesetzt. Komm schon, Semmo, das schaffst du. Ich setze jetzt einfach mal Kraftreserve ein. Was bleibt uns denn auch anderes übrig? Diese Attacke sollte nicht sehr effektiv sein. Ist sie aber, ist sie aber. Sie zieht recht viel ab und Semmo wurde auch noch verwirrt. Ihr wollt mich doch verkohlen. Ah, Mann. Oh, Mann, oh. Es könnte so einfach sein, ne? Es könnte so einfach sein, ist es aber nicht. Okay, dann kommt... Nein, Bidifas kommt nicht. Hier kommt Chelterra. Ist ja auch auf Level 32. Muss auch noch trainiert werden. Wir setzen Biss ein. Das sollte gut sein. Da bin ich mir diesmal sicher, dass es effektiv ist. Und Licht ist, glaube ich, gut. Ja, das ist effektiv. Muss ich mir mal merken. Vielleicht sollte ich mir auch mal so eine Tabelle ausdrucken. Wäre vielleicht mal effektiv. Gut. Das erste Pokémon ist weg. Mal gucken, wer jetzt kommt. Sneeble. Und da wäre doch...
Ja, Romkosa wäre hier die richtige Wahl, denn das ist doch mal ein Eis-Pokémon. Meine ich zumindest, oder? Doch, Sneebel müsste doch. Ja, ich glaube schon. Aber ja, da müsste ja Glut sehr effektiv sein. Mal gucken. Oh, das sieht gar nicht gut aus für Romcoaster. Alias Ponita. Klar, sehr effektiv, aber hat noch nicht so viel abgezogen, wie ich mir das vielleicht gehofft habe. Erhofft habe. Gehofft habe. Wir sollten tatsächlich irgendwie. Ja, vielleicht wieder das Pokémon austauschen oder mal irgendwie ein Heilmittel einsetzen. Das wäre jetzt mal sehr, sehr wichtig. Denn ich möchte unbedingt, dass Romcoaster diese Erfahrungspunkte erhält. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Denn Romcoaster brauchen wir. Brauchen wir für die nächste Arena. Oh Mann, bitte. Ja, jetzt gut. Er ist gleich wieder im roten Bereich und das sieht echt. Es hat einfach nichts gebracht. Ich kann jetzt einfach mal Glut einsetzen und dann bin ich in der Hoffnung, dass wir vielleicht überleben. Oh Mann! Das ist schade, aber ich bin selber schuld. Ich bin selber schuld. Ich muss tatsächlich die starken Pokémon einsetzen. Ist jetzt ganz, ganz wichtig und ich muss effektiv mit dem EP-Teiler arbeiten, sonst wird das hier nichts mehr. So, Erdbeben. Mal gucken, wie viel das bringt. Und wir laufen gleich wieder in das Häuschen und legen uns wieder schlafen. Dann werden nämlich unsere Pokémon wieder geheilt. So, das reicht noch nicht, um Sneebel zu besiegen. Das ist allerdings nicht so schlimm, denn Shelterra hat eine große Verteidigung. Und auch eine Schlitzattacke sollte dann nicht so viel abziehen. So ist es auch und Biss sollte ihm den Rest geben oder auch nicht. Denn diese ganze Attacke ist nicht sehr effektiv. Klar. Was auch sonst? Eieieiei. So, aber Rasierblatt, komm. Obwohl da ist die Gefahr groß, dass die Attacke doch daneben geht. Oder? War doch so. Rasierblatt geht doch gerne mal daneben. Alter. Aber hier klappt das Ganze. Und das reicht. Das reicht einfach mal, um Sneebel zu besiegen. Und Shelterra erreicht Level 33. Klasse. Das freut mich. Und Shelterra möchte Egelsamen erlernen. Schauen wir uns doch mal die Attacke an. Die ist, glaube ich, besser als Megasauger, ne? Gegner wird bepflanzt und verliert jede Runde KP, die wiederum den Anwender heilen. Aber wie viel? Und diese Attacke bewegt das Gleiche und ist sogar noch genauer, daher. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Denn auch Megasauger werden wir wahrscheinlich noch mal verlieren lassen für eine bessere Attacke. Daher ist das sowieso erstmal nicht so wichtig. Und Shelterra lebt noch. Marshock, da sollten wir auf jeden Fall das Pokémon austauschen. Ja, gut. Hier kommt Bäuerlin. Das wollte ich möglichst meiden, aber ihr lasst mir hier keine andere Wahl. Ah. Denn Bäuerlin ist ja schon auf Level 36. Und eigentlich möchte ich lieber, dass die anderen Pokémon ein bisschen trainiert werden. Und jetzt bekommt wieder einmal Bäuerlin die ganzen Erfahrungspunkte. Felsgrab, wie viel zieht das denn bitte schon ab? Nicht so viel. Nicht so viel. Das macht mich glücklich. Kann ich, glaube ich, mal an dieser Stelle sagen.
Das macht mich nicht so glücklich, wenn ein Bäuerlein vom Hagelsturm getroffen wird. Oder jedes andere Pokémon. So. Plus 1063. Also, die bekommen irgendwie so viele Punkte. Also, speziell Bäuerlein. Und die anderen bekommen doch immer nur so um die 600. Oder vertue ich mich da? Irgendwie habe ich so das Gefühl. So, aber ich gehe erstmal lieber schlafen. So. Ist ja auch schon lange her. Gut. Dann werden wir den Plan ändern. Wir setzen... Ich würde sagen, Shelterra an die erste Stelle. Und nehmen hier das Item. Und geben Romcoaster den EP-Teiler. Denn Ponita ist mir hier an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Für die nächste Arena brauchen wir unbedingt und daher muss das Pokémon trainiert werden. So, hier ist hohes Gras, wir werden nicht angegriffen. Und was ganz cool aussieht, ist, dass wir hier sogar richtig im Schnee versinken. Ich glaube, das nimmt auch nachher Auswirkung auf die Geschwindigkeit. Alter, was für ein Sturm. Und somit sehen wir auch nicht mehr so viel. Wie sieht das wohl im Kampf aus? Diese Kälte kann sich mit dem Feuer in meinem Herzen nicht messen. Das hast du aber schön gesagt. Gut, Raichu. Ein Elektro-Pokémon, die Weiterentwicklung von Pikachu. Bodenattacke. Ja, perfekt. Hier kommt Erdbeben und somit sollte Raichu besiegt sein, denn Erdbeben ist sowas von effektiv. So richtig mega effektiv, glaube ich. So ultra, mega, hypermäßig. Oder? Ja, das reicht, das reicht, das reicht. Klasse. Hammer. Hammer, hammer, hammer. Ich dachte, ich müsste diese Attacke noch einmal einsetzen, aber da habe ich mich dann richtig aus dem Fenster gelehnt. So, aber was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Pelipper. Das ist ein Wasserstahl-Pokémon, oder nicht? Die Weiterentwicklung von Plinfer. Nein! Komplett falsch. Nee, das war Plipperin, ne? Die Weiterentwicklung von Plinfer. Pelipper, nein, das Flug-Pokémon, richtig. Mist. Ja, das Problem ist halt, dass Luxio nicht mehr in unserem Team ist, da wir ja Bidiza gebraucht haben. Oder Bidifas, ist es ja mittlerweile schon. Ja, das könnte schwer werden. Oder haben wir irgendwelche coolen Attacken gegen Flug-Pokémon jetzt dabei. Das sieht eher schwarz aus. Obwohl Rasierblatt. Hätte ich mal Rasierblatt eingesetzt. Wäre, glaube ich, besser gewesen als Biss. Das hätte dann ein bisschen mehr Biss. Weil Pelipper ist doch Flug und Wasser. Wenn ich mich nicht täusche. Ich hoffe einfach, dass er jetzt nichts Großartiges einsetzt. Ruheort. Ruheort. Und somit wird das Pokémon geheilt. Super. Aber wenn jetzt Rasierblatt durchgeht, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist das ja diese Attacke, die alles verändert. Ja, das sieht gut aus. Aber das war's nun mit Shelterra und wir könnten eigentlich gleich wieder zurücklaufen und unsere Pokémon wieder heilen. Aber wenn man die Möglichkeit schon hat, dann sollte man diese auch nutzen. Okay. Danke, Shelterra, für alles. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt könnte ich doch mal ein Experiment machen. Ich setze Semo ein.
Und eine weitere Attacke sollte doch ausreichen. Ich setze mal Konfusion ein. Die Attacke geht auch als erstes durch und das sollte doch ausreichen, oder nicht? Ja, das reicht aus und jetzt erhält Zemo nämlich die ganzen Erfahrungspunkte. Und erreicht fast Level 33, aber nur fast. Der Hagelsturm, der tobt noch. Und hier kommt... Nein! Nein, das ist doch dieses Hippo! Mist! Da brauchen wir Shelterra. Bodenattacken. Oder wir setzen einfach mal wieder Boyelin ein und setzen dann die Attacke Surfer ein. Das sollte auch gut sein. Ich habe erst Pocahontas gelesen. Es tut mir leid. Ich muss erstmal den vollständigen Namen hier lesen. Ach, die kleine Version. Hippo. Hippopotas. Oder? Spricht man das so aus? Hippopotas. Es tut mir leid, Hippopotas. Ich hoffe, du weißt das. So, Surferattacke. Oh, Level 38. Level 38. Krank. Und ein Volltreffer. Einfach mal weg. Ein Level 38er Pokémon. Einfach mal so weggebettelt. Nur 385 Erfahrungspunkte, da ja Romcoaster auch ein paar erhält. Okay, und somit müssten wir zurück und erneut unsere Pokémon heilen. Aber wenn man diese Möglichkeit hat, sollte man diese auch nutzen. Das ist doch klar. Wir werden wieder nicht angegriffen. Was für ein Glück. Habe ich das überhaupt verdient? Mehr oder weniger, eher weniger. Würde ich mal an dieser Stelle sagen. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon fast am Ende der Folge. Ja, kann ja auch nicht immer gut gehen. Diesmal werden wir angegriffen von Marshock. Aber, warte. Ah ne, Zemo ist ja gar nicht mehr an der ersten Stelle. Ich würde am liebsten flüchten. Das klappt sogar. Super, und somit fängt wieder der Sturm an. Oh, das ist ziemlich unübersichtlich hier. Müssten wir hier tatsächlich alles absuchen? Alter, wie weit? Achso, da ist schon die Grenze. Da ist eine Trainerin. Nicht, dass wir jemanden hier übersehen. Da lauert der nächste Trainer. Seht ihr das? Seht ihr das? Diesen Hügel da. Da versteckt sich bestimmt ein Trainer. Und gegen den werden wir in der nächsten Folge kämpfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann. Erstmal ciao.